Ich spül kein Joghurtbecher, ich schmisse immer fort. Ich tu auch kein Biomüll auf den Kompost. Ich lass mein Auto im Winter warm lauf und hab sogar schon mal etwas bei McDonald's gekauft. Aber das ist böse, das ist schlecht, so etwas das macht man nicht. Das ist politisch nicht korrekt. Ein kleiner Fratz tappt der alten Frau in ihren Arsch. Da fragt sie sich Mutter, ob sie dort so gar nicht zu will so. Die Serie kann die Entwicklung doch nicht stören, die dieses Kind gerade macht. Da hör ich auch Luis und Heide dem Fratzei auf den Back. Eigentlich hat sie ja recht, aber das war böse, das war schlecht, das war politisch nicht korrekt. Wirtschaft randaliert einer besoveren. Er zückt ein Messer und grüßt, ich brenne die Olmen an. Und die lütende Wirtschaft schön die Fratz vollgehauen. Und er ging ein mit zwei blauen Augen. Eigentlich hatte sie ja recht, aber das war böse, das war schlecht, das war politisch nicht korrekt. Jawohl! So, das nächste Lied, das handelt von so alter Röner Leidenschaft, und zwar vom Schömpe. Genau, vom Schimpfen auf Deutsch gesagt. Ne? Der ein oder andere kennt das Lied vielleicht schon, weil das haben wir so immer so als Appetitleckerbisse so gespielt, weil man aufs neue Programm hinweisen wollte. Und zwar das Handel, wie gesagt, vom Schömpe und so. Ich krieg da auch mal viel geschämt. Aber das ist halt so, weil meine Frau, die konnte es geleistet, weil ich dann halt daheim, ich mache gerade Erziehungsurlaub und sie geht schaffen und wer das Geld hat, der kann auch geschämt daheim. Ne? Ja. Ja, gut, aber das geht nämlich lang, weil das nächste, das ist auch schon enger gewesen, dann kann ich wieder schaffen, dann kann ich wieder geschämt. Ne? Ja, das ist auch nicht schlecht, ja doch. Doch, das letzte Mal waren wir im Geburtshaus gewesen. Ja. Das war eigentlich gar nicht schlecht. Bloß irgendwie habe ich doch. Die haben da irgendwie nicht so richtig Ahnung. Da war so eine Hebamme, im Geburtshaus, die hat zu mir gemeint, die wollte mal, wie es macht, dass die meisten Kinder erst mit dem Kopf auf die Welt kommen. Ja? Ich gesagt, pass mal, Frau hier. Weißt du, ich meine, schon so viel dabei, wie die Kuh hat gehackt, weißt du, also das kannst du mir nicht erzählen. Das war jedes Mal so, dass da zuerst die Beingröße kommen und so, weißt du, ne? Und außerdem, das ist auch gut so, weil wenn da zuerst die First Engelruis gucken, weißt du, da kannst du doch so ein Seil drum gemacht, so ein Heckseil, weißt du, Heckseil, und dann kannst du richtig gedänzen, dann kannst du richtig gezielt, dass das ruckzuck passiert, ne, und so. Und wenn es nicht so richtig geht, kannst du sogar noch einen Flaschenzug drüber machen, dann kannst du richtig gebumpieren, ne. Das wollte ich mir nicht gleich, das habe ich gedacht, das ist eine Frau, da kannst du von mir noch etwas gelernt, ne, ja. Das geht so.